Naja, ja? Ja, was soll das? Wer bist du? Manfred Sporer. Klasse 5b, ich soll das hier abgeben. Und wer schickt dich? Nun weiß ich nicht, eine Frau. Ich habe gedacht, es wäre eine neue Lehrerin. Sie hat nur gesagt, dass es sehr wichtig ist und dass es sehr eilt. Und dass ich es hier in der 13b abgeben soll. Ganz egal, ob Unterricht ist oder nicht. Wo hast du die Frau getroffen? Unten, vorm Haupteingang. Und da hat sie mich abgefangen. Gut. Ja, du kannst gehen. Wiedersehen. An Carsten Winterberg. Friedrich-Ebert-Realgymnasium Stuttgart, Klasse 13b. Eine etwas merkwürdige Art der Postzustellung. Sind Sie mit Ihrer Arbeit schon so weit, dass Sie sich das leisten können? Hey, Carsten! Weiß jemand, was mit ihm los ist? Ich bin schon fertig. Soll ich ihm nach? Ja, tun Sie das, Martin. Ich bitte mir Ruhe aus. Carmen, das bringt ja doch nichts mehr. Peter, genug. Jeder stirbt für sich allein. Schatz, warte mal! Du hast nur nicht mehr alle! Auf Wiedersehen und alles Gute für Ihren Mann. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Alles muss man allein machen. Bin ja schon da. Komm, lass mich rauf. Ich rede nicht von dir. Wo der Junge ist, will ich wissen. Du überforderst ihn. Als ich so alt war wie der. Das waren andere Zeiten. Die Zeiten sind immer die gleichen und die Menschen auch. Die einen arbeiten und die anderen faulenzen. Du tust ihm Unrecht. In der Schule ist er nicht gut und hier hilft er mir nicht. Gudrun, wir haben damals eine Niete gezogen. Gib's doch endlich zu. Nur weil er nicht in der Apotheke arbeiten will. Der Junge ist sprachbegabt und hat andere Interessen. Ach was, unzuverlässig ist er.
Seit 4 Stunden ist die Schule zu Ende. Wo steckt der überhaupt wieder? Aber was soll's? Ist ja kein Wunder, wenn man dran denkt, aus welchem Nest der Vogel gefallen ist. Friedrich, wenn er das jetzt gehört hätte. Irgendwann muss er es ja mal erfahren. Aber doch nicht so. Apotheke Winterberg? Junge, wo bleibst du denn? Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich muss für ein paar Tage weg. Im Bett. Er muss da gewesen sein. Nochmal genau. Was hat er am Telefon gesagt? Dass er weg muss. Nur für ein paar Tage. Und noch eine Zugabe. Aus. Zieh erst mal deine Jacke aus. Ist ja ganz nass. Junge, Junge. Was ist passiert? Ich bin weg von zu Hause. Seit wann? Seit heute Mittag. Ich bin per Leiter nach München gekommen. Du musst mir helfen, Onkel Leo. Na, komm erst mal mit rein. Na, was ist? Kein Appetit? Schmeckt's dir nicht? Entschuldige, ich kann nicht mehr. Ich krieg irgendwie nichts runter. Na, dann trink wenigstens einen Schluck. Dein Wohl. Auf deins, Onkel Leo. Wissen deine Eltern, wo du bist? Sie wissen, dass ich für ein paar Tage weg musste. Ich habe mit deiner Schwester telefoniert, bevor ich losgefahren bin. Du, was heißt mit deiner Schwester? Warum sagst du nicht, dass du mit deiner Mutter telefoniert hast? Bist du sicher, dass sie das ist? Du weißt doch auch längst Bescheid über mich. Alle wissen doch Bescheid, bloß ich nicht. Ich habe nichts gewusst bis heute. Wie habe ich das da bekommen? Nach 19 Jahren erfährst du erst, wer du wirklich bist. Nicht der hoffnungsvolle Sprössling eines ehrbaren Apothekers, sondern ein Findelkind, einer, den man auf dem Bahnhof abgestellt hat. Der Absender von dem Zeug da ist ein ausgemachtes Schwein. Er vermischt ein paar Fakten mit faustigen Lügen und Verleumdungen. Natürlich anonym. Vielleicht ein Feind von deinem Vater. Vater? Er ist nicht mein Vater. Er hat mich doch nur adoptiert, weil er sich eine Nachfolge für seine Apotheke ranzüchten wollte. Aber seit er begriffen hat, dass ich mit Quacksalberei und Pillendrehen nichts am Hut habe, möchte er mich da am liebsten zurückpacken in die Tasche von damals. Reißverschluss zu, Ritsch, Ratsch und weg. Zum Bahnhof, Bahnhofsmission, dritte Säule von links, direkt vom Eingang. So war's doch, oder? Du bist ziemlich ungerecht, Carsten. Deine Mutter hat damals...
Ja, sie hat dich vom ersten Tag an... Sprichst du jetzt von meiner Mutter oder von deiner Schwester? Hör zu, Carsten. Ich bin gerne bereit, dir alle Fragen über deine Herkunft zu beantworten, soweit ich das kann. Aber nicht ohne die Zustimmung deiner Eltern. Versteh das bitte, ja? Soll ich sie anrufen? Winterberg. Leo. Bei dir in München? Na Gott sei Dank. Ja. Doch. Doch, ich verstehe. Ja. Wenn du es für richtig hältst, bin ich einverstanden. Ja, Friedrich auch. Er hatte seinen Stammtisch. In letzter Zeit hat er oft gesagt, dass der Junge jetzt endlich alles erfahren muss. Ja. Ja, Leo, danke. Ich danke dir sehr. Und? War das alles? Ja, Carsten, das war alles. Eine ganz normale Adoption, wie es in jedem Jahr tausendmal vorkommt. Ledige Mütter, die verzweifelt sind, die keinen anderen Ausweg mehr sehen, als ihre Kinder wegzugeben. An kinderlose Ehepaare, die ein Kind haben wollen. Und die müssen oft jahrelang warten. Ja, und was ist, wenn sich das Warten nicht lohnt? Was ist denn, wenn das Ersatzkind nicht so funktioniert und sich die Ersatzeltern was ganz anderes vorgestellt haben? Du, Konflikte gibt's in jeder Familie. Wenn deine leibliche Mutter dich hätte behalten können. Kennst du sie? Natürlich nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob deine Eltern sie kennen. Leibliche Mutter, wie sich das anhört. Für mich ist sie doch eher wie eine Nutter, die einen Betriebsunfall hatte. Carsten, ich glaube nicht, dass du das Recht hast, so über sie zu reden. So? Warum denn nicht? Nach allem, was da drin steht, muss die in einer unglaublichen Zwangslage gewesen sein. Ein ganz junges Mädchen. Die hat einfach keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Du, das soll sie mir mal selber sagen. Ach, du willst sie also aufsuchen? Das brauche ich gar nicht. Ich weiß, dass sie seit 6 Jahren in München ist. Und ich weiß auch, was sie macht. Ich habe hier alles schwarz auf weiß. Und ich hoffe, dass ich mit deiner Hilfe morgen... Moment, Carsten. Du, die hat eine Massagepraxis. Aber was sich da wirklich abspielt, das verdient eine ganz andere Bezeichnung. So, nun reicht's aber, ja? Ein bisschen Dampf ablassen ist ja ganz gut, nachdem was du heute erlebt hast. Nun schlaf dich erst mal aus. Morgen früh reden wir weiter. Du, weißt du, was das für ein Gefühl ist? Das ist, als ob du plötzlich neben dir stehst. Weißt du, was ich meine? Für mich bist du Carsten, mein Neffe. Und das bleibst du auch. Deine biologische Herkunft kümmert mich einen Dreck. Was mich interessiert, das bist du. Und dich kenne ich seit 18 Jahren. Weißt du, früher, wenn du mal bei uns gewesen bist, habe ich mich immer sehr über dich gefreut. Ja. Ach, stopp, Gerd, bevor du weitersprichst. Möchte ich erst... Danke. Komm, komm. Es ist immer dringend, ja. Aber heute Abend passt es mir ganz und gar nicht. Verblutet, sagt der Notarzt. Ein Stich in die Milz. Er will auspacken. Einer von der Schutzgeldmafia. Er will Namen nennen, aber nur dir.
Wenn ihr nicht alleinig werdet, wird sein Fahrmann keinem mehr was erzählen. Der Mann heißt Laspada, Geburtsort Neapel. Ja, der hat einen deutschen Pass, aber der sieht nach Fälschung aus. Laspada. Wer war's? Christ soll kommen. Ich will alles sagen. Aber nur Kommissar Gress. Gress hier, ich brauche ein Taxi. Ismaninger Ecke Einstein. Ja, ich komme runter, ich hab's eilig. Musst du noch mal weg? Ja, aber ich komme zurück, so schnell es geht. Und du legst dich inzwischen hin. Da drin findest du Kissen, Decken, alles, was du brauchst. Spät, Leon. Bis vor 5 Minuten hat er noch geredet. Dann war Schluss. Wisst ihr, worum es ging? Eine Geldübergabe. Riedmann ist noch beim Zählen. Wo? Dort hinten im Funkwagen. Also, was ist? Bis jetzt $138.000. Echte? Nein, Blüten. Und zwar schlechte. Ja, was machen wir jetzt? Nichts, Leo. Der Fall geht an Steinke. Der bearbeitet auch den Fall Montone und da gibt es Zusammenhänge. Seit wann wisst ihr denn das? Die Zentrale hat es vor 2 Minuten durchgegeben. Na schön. Wer fährt mich nach Hause? Naja, Leo, wenn ein 18-Jähriger sowas erfährt, noch dazu auf diese linke Tour, dann muss er ja durchdrehen. Tut mir leid, Leo, da kann ich nicht mitreden. Ich bin zwar fast doppelt so alt wie dein Carsten, aber meinen Vater kenne ich immer noch nie. Und wie fühlst du dich, wenn man dich daran erinnert? Ich lebe mein Leben. Das ist alles. Hast du nicht gesagt, dein Neffe schläft schon? Aber in der Wohnung ist Festbeleuchtung. Tatsächlich. Da stimmt was nicht. Soll ich mit drauf? Am besten, ihr kommt beide mit drauf. Ist vielleicht eine kleine Aufmunterung für ihn. Ja, tatsächlich Festbeleuchtung. Carsten? Der ist weg. Da neben der Couch stand sein Gepäck, so eine Art Seesack. Auch weg. Über was habt ihr zuletzt geredet, Leo? Über seine Mutter. Er wollte sie morgen suchen, ich sollte ihm dabei helfen.
Er kennt ihren Beruf. Sie hat eine Massagepraxis. Und die soll angeblich eine Tarnung sein für besser bezahlte Dienste. Woher hat er solche Informationen? Keine Ahnung. Man hat ihm das Zeug ja anonym geschickt. Das Schlimme ist bloß, Carsten glaubt den Mist. Du etwa nicht? Nee. Für mich ist das Ganze eine schmutzige Intrige. Da will er eine Rache nehmen für irgendwas. Eine oder auch eine? Ja. Hier, das hat er für dich dagelassen. Ruf dich später an, Carsten. Na, fabelhaft. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ich mach mir Sorgen um den Jungen. Wie spät ist es denn? Ich weiß es nicht, vergiss es. Halb zwölf. Muss wohl irgendeiner bescheuert sein. Rüber zum Fenster, Helga. Dreh dich nicht um. Warum denn? Da steht einer draußen im Garten. Den schnappe ich mir jetzt. Hier, tu so, als ob du was liest. Soll man nicht lieber die Polizei holen? Wenn er die sieht, dann haut er ab. Ich hole eine neue Flasche. Das ist noch die Polizei, ja? Jetzt hör doch auf! Was wollen Sie hier? Hier wohnt doch eine Helga Dorsch. Ja. Sind Sie das? Ja. Ich heiße Carsten Winterberg. Ich bin der Sohn von einem Apotheker, der mich vor 18 Jahren adoptiert hat. Meine Mutter. Die wollte mich nicht. Die hat mich auf dem Bahnhof in Köln ab. Ich höre mir das nicht länger an. Was will der Karl von dir?
Kommen Sie mit ins Haus. Helga, spinnst du? Was soll das? Sagst du überhaupt nichts mehr? Stimmt das etwa alles nicht? Doch. Die Zeitungsartikel schon. Nur die Randbemerkungen sind erlogen und schmutzig. Wer sollte ein Interesse haben, sowas von dir zu behaupten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wer ist der Mann, der hier war? Kilian ist ein guter Freund. Lebt ihr zusammen? Nein. Er besucht mich 2-3 Mal die Woche. Er will heiraten, ich nicht. Gehört dir das aus? Ja. Die Praxis auch? Die auch. Was hast du eigentlich empfunden, als du die Tasche da am Bahnhof abgestellt hast? Ich meine, du musst da irgendwas gefühlt haben, so als Mutter. Irgendein Gefühl. Vor allen Dingen Angst. Ich war 16 und das schlechte Gewissen. Ich habe mich hinter einem vollbeladenen Gepäckkarren versteckt. Und hatte wahnsinnig Angst. Und wovor? Dass irgendjemand die Tasche greifen und davon rennen könnte. Aber dann kamen die 2 Schwestern von der Bahnhofsmission. Sie haben die Tasche aufgehoben. Die eine hat sogar dabei gelacht. Die haben sofort gewusst, was los war. Mit mir. Was ist denn? Geht es dir nicht gut? Nein, ich bin nur müde. Ich war den ganzen Tag auf dem Bein. Du kannst oben im Gästezimmer schlafen. Wir reden morgen weiter. Wer ist mein Vater? Hör mir gut zu, Carsten. Du kannst so viele Fragen stellen, wie du nur willst. Bis auf eine. Frag mich bitte nie mehr nach deinem Vater. Ja, warum denn nicht? Jeder hat ein Recht darauf zu wissen, wer sein Vater ist, ich auch. Wenn du mir nicht helfen willst, dann... Du musst es mir sagen, es ist mein Recht. Du, Leo? Ja? Hast du die Telefonbücher so durcheinander hingeschmissen? Nee, ich tu die mal in das Pult auf dem Flur. Dann muss es dein Neffe gewesen sein. Dazu würde auch die aufgeschlagene Seite passen, hier im Branchenbuch bei Massagen. Schau mal, hier ist eine Adresse angekreuzt. Praxis für medizinische Bäder und Massagen, Helga Dorsch. Das ist der Name von dem Mädchen in den Zeitungsausschnitten, zu der wollte er. Ruf an und wir wissen's. Guten Abend, mein Name ist Kress. Bitte zunächst einmal Entschuldigung, dass ich Sie so spät störe.
spreche ich mit Frau Helga Dorsch. Nur eine Frage, Frau Dorsch. Ich bin in Sorge um meinen Neffen Carsten Winterberg aus Stuttgart. Er wollte bei mir übernachten, ist aber plötzlich verschwunden. Er ist ziemlich durcheinander und ich nehme an, dass... Moment bitte, ich gehe nur an den anderen Apparat. Einen Moment, Carsten. Ja. Carsten ist hier, Sie können unbesorgt sein. So ist es, ich bin seine Mutter. Verurteilt 1971 wegen Aussetzung eines Kindes. Jugendstrafe auf Bewährung. Bitte, Frau Dorsch, wir müssen doch nicht so miteinander reden. Wir sollten jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass der Junge ohne großen Schaden um diese Klippe rumkommt. Wenn Sie es wirklich gut mit Carsten meinen, dann reden Sie ihm diese fixe Idee aus. Er will wissen, wer sein Vater ist, und das kann ich ihm nicht sagen. Schon damals vor Gericht habe ich die Aussage verweigert. Es gibt kein Gesetz, das mich zwingen kann. Carsten hat mir erzählt, dass Sie Kriminalkommissar sind. Gute Nacht, Herr Kress. Hier ist Helga Dorsch. Ich muss dich sofort sprechen. Ja, heute noch. Es geht um deine Existenz. Ich glaube, du hast nicht verstanden. Es geht um deine Existenz. In einer Stunde bist du da. Tut mir leid, Leon. Wie sieht's denn aus? Ganz schlecht. Helga Dorsch liegt ermordet im Keller und der Junge ist verschwunden. Na, hast mir ja schon am Telefon gesagt. Todesursache? Trümmerbruch der Schädelbasis. Erst haben wir gedacht, ein Unfall, aber dann... Am besten, du schaust es dir selbst an. Ja. Entdeckt wurde die Leiche von zwei Angestellten, als sie heute Morgen zur Arbeit kamen. Wann war das? 7:45. Die Morgen zwei Angestellte, hast du gesagt. Wo sind die beiden? In der Praxis, aber inzwischen sind es drei geworden. Die Sprechstundenhilfe ist noch dazugekommen, eine Frau Wiese. Und wieso habt ihr zuerst geglaubt, es ist ein Unfall? Ganz einfach. Komm, ich zeig's dir. Hier, auf der dritten Stufe von oben liegt diese Flasche mit Massageöl. In einer Ölpfütze, die fast die Hälfte der Stufe bedeckt. Logische Schlussfolgerung, die Frau ist auf dem Öl ausgerutscht. Die steile Treppe runtergestürzt und dabei so unglücklich aufgeschlagen, dass es zu einer tödlichen Kopfverletzung gekommen ist. Aber so kann es nicht gewesen sein. Was ist deiner Meinung nach wirklich passiert? Der oder die Täter haben die Frau erschlagen und ihre Leiche dann sehr dekorativ und wie nach einem Sturz an den Fuß der Treppe gelegt. Und jetzt erst hat man die Idee mit der Ölspur auf dem oberen Teil der Treppe gehabt, damit der Sturz glaubhaft wirkt. Aber jetzt kommt's. Die Schuhsohlen der Toten sind knochentrocken. Nicht die geringste Spur von Öl. Noch eine letzte Frage an Sie alle. Wie war denn das Betriebsklima? Ausgezeichnet. Es hätte nicht besser sein können. Frau Dorsch war immer sehr offen und sehr direkt. Deshalb gab es nie Unklarheiten und auch keine Intrigen. Und Ihr Privatleben? Hat sie alleine in ihrem Haus gewohnt? Das heißt,
Sie war mit einem Herrn Kilian befreundet. Wissen Sie seinen Vornamen? Ich glaube Robert. Und sonst? Gab es finanzielle Probleme? Wie ging die Praxis? Schauen Sie doch in unseren Terminkalender. Wir waren seit Jahren immer ausgebucht. Dann hat Frau Dorsch ja gut verdient. Ja, Sie sehen ja Ihr Haus. Ich meine, könnte es sein, dass dieser Herr Kilian... auch eine? Von uns hier raucht niemand. Dann muss ich auch nicht. Ich meine, könnte es sein, dass in seiner Freundschaft zu Frau Dorsch Geld eine Rolle gespielt hat? Wir werden später Einzelgespräche führen. Unter vier Augen lassen sich manche Fragen leichter beantworten. Moment einmal, meinen Sie da was Bestimmtes? Ja, es gibt eine gewisse Grauzone in diesem Beruf. Eine Grauzone zwischen seriösen Massageinstituten und Massagesalons der anderen Art. Wenn diese Grauzone für Sie ein Problem ist, für uns nicht. Hier hat der Junge vermutlich geschlafen. Warum ist er abgehauen? Wie es aussieht, Hals über Kopf. Naja, Schock beim Anblick seiner toten Mutter, Panik und dann nichts wie weg, das muss doch nicht gegen ihn sprechen. Also wenn das nicht war, Leo, warum hat er dich dann nicht angerufen? Sind das die Zeitungsausschnitte, die der Junge bekommen hat? Ja, Gerd, das ist der Anfang der Geschichte. Mehr haben wir nicht in der Hand. Und zu dem Anfang müssen wir zurück. Nach Stuttgart? Genau, in die Schule von Carsten. Hast du ein Auto dabei? Ja. Dann fahr sofort los und versuch rauszukriegen, wer der Absender ist. Ich informiere die Stuttgarter Kollegen. Wie heißt denn die Schule? Und welche Klasse? Steht alles auf dem Umschlag. Habt ihr noch was gefunden? Trittspuren. Von Stiefeln und von Turnschuhen im Beet drüben an der Mauer. Wahrscheinlich von Gartenarbeiten. Zwei sind doppelt so tief wie die anderen. Und zeigen außerdem mit den Absätzen zur Mauer und mit den Spitzen zum Haus. Da ist jemand drüber gesprungen. Andere Anhaltspunkte? Eigentlich nichts, außer dem Seesack oben im Gästezimmer. Ach, der, ja. Ja, ich weiß, wem der gehört. Entschuldigung, wo ist denn hier der leitende Kriminalbeamte? Man hat mich angerufen. Niemand. Herr Johnson! Danke. Herr Kilian ist mein Name. Herr Kilian, kommst du bitte mit? Ja. Leo, das ist Herr Kress. Und das ist Herr Kilian, der mit Frau Dorsch befreundet war. Also ich bin gleich gekommen, aber ich muss auch gleich etwas klären, ja? Ich war gestern hier in diesem Haus, Herr Kress. 5 oder 6 Stunden lang. Sie werden überall hier meine Fingerabdrücke finden. Helga und ich sind... Na, das wissen Sie bestimmt. Wir sind verlobt. Tja, also... Es war gestern Abend. Da stand plötzlich jemand draußen im Garten. Den wollte ich mir greifen. Entschuldigung, brauchen Sie uns noch? Nein, Sie können gehen. Wie gesagt, ich dachte, das ist ein Voyeur, ein Spanner oder sowas, ja? Jemals habe ich ihn dann gestellt und als er mich angreifen wollte, da habe ich ihn niedergeschlagen. Er klingt ein bisschen abenteuerlich, Herr Kilian. Das war ein ganz junger Typ. Er hat sich dann als Sohn von Helga ausgegeben. Dann hat er noch irgendwas von einem Bahnhof gefaselt, lauter wirres Zeug. Und sowas hat sie dann mit sich ins Haus genommen. Was haben Sie da gemacht? Sie wollte mit dem Typ allein sein, dann bin ich dann nach Hause gefahren. Wann war das? So 11:40, vielleicht etwas später. Ich war da noch in einer Bar. Der Mixer kann das bestätigen, der kennt mich. Und von dort aus direkt nach Hause? Sind Sie nicht vielleicht doch noch mal hierher gefahren? Hierher? Warum? Ich verstehe die Frage nicht. Könnte ja so gewesen sein. Aus Sorge um Ihre Verlobte, um noch mal zu sehen, was los ist. Oder vielleicht... Hatten Sie andere Gründe? Keine Antwort? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Das ist eine gute Idee, Herr Kilian. Ja,
Gott, Heimann, Kripo München. Haben wir miteinander telefoniert? Ja, Studienrat Kern. Und das ist der Manfred aus der Klasse 5b, der den Brief gebracht hat. Ja, Herr Kern, es geht wie gesagt um diesen Briefumschlag. Wir müssen unbedingt rausfinden, wer den beschriftet hat. Alles, was ich weiß, habe ich Ihnen bereits am Telefon gesagt. Und du, Manfred, fällt dir noch irgendwas ein? Die Frau hatte blonde Haare, sagst du. Kurz geschnitten oder lang? Blond, hellblond und... Ja, die Haare, die waren hochgesteckt und ganz glatt, also ohne Locken. Sehr gut. Ja, am besten wäre es, Sie fragen mich was und ich versuche, mich zu erinnern. Noch besser wäre es, wir unterhalten uns unten, da wo du mit der Frau gesprochen hast. Mir soll es recht sein. Brauchen Sie mich noch? Ich habe Unterricht. Nein, danke, vielen Dank. Kommst du? Mhm. Schickt uns, sobald ihr fertig seid. Leo? Ja, was ist? Du bekommst Ärger. Ja, wieso soll ich Ärger kriegen? Du hättest diesen Carsten Winterberg längst in die Fahndung geben sollen. Wenn es nicht der Neffe wäre, dann hättest du das auch. Komm, zerbrich dir nicht meinen Kopf. Der Junge kommt dafür nicht in Frage. Chris? Habt ihr was Neues? Welchen Aschenbecher? Ach, den im Wohnzimmer. Hm? Ein Zigarillo. Welche Marke? Macht nichts, Werner, man ist für jeden Strohhalm dankbar. Bis bald. Darf ich mich vielleicht auch ein bisschen an den Strohhalm klammern? Entschuldige. Der Strohhalm ist der ausgedrückte Stummel von einem dunklen Zigarillo gefunden im Wohnzimmer von der Dorsch. Die Angestellten in der Massagepraxis sind alles eingefleischte Nichtraucher. Und der Kilian, der raucht nur Zigaretten. Das haben wir gesehen. Und der raucht nie Zigarillos. Da bist du sicher. Du warst also sauer auf die Frau. Warum? Weil ich wegen ihr meinen Bus verpasst hatte. Die kommen nur alle 30 Minuten und ich wollte um 2 im Schwimmbad sein. Hast du die Frau vorher schon mal gesehen? Davor noch nicht, aber danach noch mal. Danach? Wann? Ja, als ich den Brief in der 13b abgegeben hatte, da bin ich noch mal zurück zur Bushaltestelle. Und da lag eine Zeitung auf der Wartebank. Die wollte ich eigentlich lesen, wegen der Sportseite. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Weil auf einmal die Frau wieder da war. Bei der Wartebank? Nein, sie war ein Stück weit weg und ist in ein Auto gestiegen und dann langsam losgefahren. Dieses Auto, kannst du es beschreiben? Es war ein Audi 80. Ich schätze so Baujahr 77. Farbe? Blau, dunkelblau. Kennzeichen? Da weiß ich leider nur noch die Buchstaben und die ersten 2 Zahlen. 5 und 9. Und davor IG und ganz vorne RO für Rosenheim. RO, IG, 5, 9. Also langsam wirst du mir unheimlich. Ich kenne alle deutschen Kennzeichen. Fragen Sie doch mal eins. Pfaffenhofen. Paff. Und noch eins. Recklinghausen. RE. Und noch eins. Gleich. Ja, hier ist Heimann, ich bin in Stuttgart. Ich bräuchte dringend den Namen des Halters mit dem Kennzeichen Rosenheim IG 59. Der Rest fehlt leider. Ein Audi 80, Baujahr 77. Da sind noch ein paar Fingerabdrücke für dich, Leo. Die von den Angestellten und von Herrn Kilian sind identifiziert. Der Rest gehört wohl dem Patienten. 2 davon könnten auch dem Neffen gehören. Die Fahndung nach ihm läuft, damit du endlich zufrieden bist. Bin ich aber nicht. Wieso? Rausgeschmissenes Geld. Die Fahndung hättest du dir sparen können. Na, was denn nur wieder passiert? Da ist jemand draußen für dich. Mensch, wo warst du denn?
ich komm rein. Also, was war los? Ich bin weg. Ich bin nicht weit. Ich habe ein bisschen geschlafen und ich bin jetzt wieder klar. Warum bist du weggelaufen? Ich bin nachts aufgewacht. Ich hatte Durst und es war überall Licht und dann bin ich in der Praxis und auf der Kellertreppe und ich bin runter und sie lag da unten und ich habe sie angefasst und alles war voll Blut und dann bin ich weggerannt, weil ich habe gedacht, dass man sagen wird, dass ich es war. Bürokrat Johnson. Gerd Heimer, wo bist du denn? Moment, ich gebe ihn dir. Ja, hast du was erreichen können? Mensch, Gerd, wo bist du jetzt? Ich bin schon wieder am Irschenberg. Ein Internat in Neubeuern bei Rosenheim, knappe halbe Stunde von hier. Ja, den Zeugen habe ich bei mir, mit Einverständnis der Eltern. Ja gut, dann treffen wir uns am Parkplatz Samerberg. Da steht ja das Auto. Nicht so laut, Manfred. Neue Schüler im Anmarsch. Sehe ich das richtig? Ach, das trifft sich ja gut. Pater Martin, zwei neue. Der Pater bringt sie zur Anmeldung im ersten Stock zu Frau Wendisch. Wir hätten ein paar Fragen. Frau Wendisch wird sie beantworten. Sie weiß über alles am besten Bescheid. Der Kleine gehört wohl in die 5., ja? Und dein großer Bruder in die... In die 13. Und Brüder sind wir auch nicht. Und die Schule wechseln wollen wir sowieso nicht. Ach, sondern... Wir... Danke, Pater Martin, ich scheine mich geirrt zu haben. Macht nichts. Wir wollten mit Frau Wende sprechen. Ich bin der Leiter dieses Internats, Oberstudiendirektor Dr. Frank. Dürfte ich jetzt auch erfahren, wer Sie sind? Hauptkommissar Kress, Kripo München. Hier mein Ausweis und das ist ein Durchsuchungsbefehl. Was soll das? Wollen Sie etwa unser Internat auf den Kopf stellen? Mit welcher Begründung? Nein, nicht das ganze Internat. Nur die Räume von Ihrer Sekretärin. Und Ihr Auto da drüben, der blaue Audi. Es betrifft nur Frau Wendisch. Ist sie gestern beim Dienst gewesen? Frau Wendisch, gestern, nein. Gestern hatte sie freigenommen. Ihre Mutter ist erkrankt. So was Ähnliches habe ich mir gedacht. Ja, dann wollen wir zu ihr gehen. Muss ich dabei sein? Ich hätte eigentlich noch mit unseren Architekten zu reden. Gut. Wollte Sie ohnehin bitten, uns zuerst mit ihr allein sprechen zu lassen. Danke. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Aber ja doch. Gestern Mittag in Stuttgart, direkt von meiner Schule. Da haben sie mir doch einen Brief gegeben. Und ihr Auto, das steht unten im Hof. Das habe ich gleich wieder erkannt. Junge, du träumst. Nein, Frau Wendisch. Der Junge ist kein Träumer.
Und wir sind's auch nicht. Wer ist wir? Kripo München. Mein Name ist Kress. Mit Dr. Franke haben wir schon gesprochen. Er kennt den Durchsuchungsbefehl. Ja. Suchen Sie, wo Sie wollen. Und so viel Sie wollen. Die Adresse auf dem Briefumschlag, die Schrift im Terminkalender. Dieselbe Handschrift, Frau Wendisch. Lass uns kurz rausgehen, Manfred, hä? Ich würde aber lieber hier bleiben. Wenn es mal spannend wird, dann muss unser einer raus. Kind sein ist was Blödes. Kind sein ist die schönste Zeit im Leben, Manfred. Das wirst du auch noch merken. Ja. Frau Wendisch, machen wir es uns leicht. Ich sage Ihnen alles, was wir gegen Sie in der Hand haben, damit Sie keine sinnlosen Lügen erfinden müssen. Und als Gegenleistung helfen Sie uns, einen Mordfall zu klären, ja? Einen Mordfall? Ja. Mit anonymen Briefen, Verleumdungen oder übler Nachrede haben wir im Grunde nichts zu tun. Es sei denn, dass Sie den Tod eines Menschen verursachen. Und in Ihrem Fall trifft das leider zu. Helga Dorsch ist tot. Wer ist tot? Helga Dorsch. Ich schwöre es Ihnen, Herr Kress. Mein Gott, ich wollte doch bloß... Was wollten Sie bloß? Etwas in Gang bringen. Ihn endlich dazu zwingen. Wen wollten Sie zwingen und wozu? Jahre, 11 Monate und 17 Tage. Und wie lange waren Sie seine Geliebte? 28 Jahre, 11 Monate und 3 Tage. Wo haben Sie ihn denn kennengelernt? In Köln, auf der Uni. Wir haben zusammen studiert. Wir wollten beide Lehrer werden. Er hat es ja auch glänzend geschafft. Aber Sie nicht. Warum nicht? Ich habe nach 4 Semestern aufgegeben. Einer von uns musste ja Geld verdienen. Ich war Kellnerin, Verkäuferin, Kassiererin, schließlich Sekretärin bei ihm. Und das bin ich heute noch, wie Sie sehen. Fast 30 Jahre, Frau Wendisch. Sie waren seine Sekretärin, seine Geliebte, seine Vertraute. Die haben alles über ihn gewusst. Auch über das Kölner Bahnhofsbaby und seine Vaterschaft. Der ist doch der Vater. Ja. Und als es passiert war, habe ich ihm sogar geholfen. Wie geholfen? Die Mutter des Kindes war erst 16. Eine seiner Schülerinnen. Er wäre erledigt gewesen, wenn das Mädchen den Namen des Vaters nicht verschwiegen hätte. Und für dieses Schweigen haben Sie gesorgt? Ja. Sie haben sie überredet und mit Geld nachgeholfen. Mit beiden, Herr Kress. Viel Geld? Alles, was ich damals besessen hatte. 7.000. Und dann später noch mal 5.000 für ihre Einwilligung zur Adoption des Kindes. Hat die junge Mutter diese Summen von Ihnen gefordert? Nein. Ich habe sie sogar überreden müssen, das Geld zu nehmen. Diese Kölner Affäre mit einer 16-jährigen Schülerin, war das eine Ausnahme oder hat sich das noch mal wiederholt? Ich hatte sein Wort, dass er mich eines Tages heiraten würde. Und dieses Versprechen habe ich auch immer geglaubt. Bis vor 2 Tagen, als ich erfahren habe, dass er in Kürze heiraten wird. Aber nicht mich. Wen? Die 30-jährige Tochter eines Brauereimillionärs, dem auch zu 80% dieses Internat gehört. Und diese Hochzeit wollten Sie verhindern? Ja. Kostet es, was es wolle.
Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie werden den Skandal haben, den Sie wollten. Helga Dorsch ist tot. Sie ist letzte Nacht in ihrem Haus erschlagen worden. Ist sie nicht gut, Frau Bendisch? Möchten Sie was trinken? Zigarette? Nein, ich rauche nicht. Aber ein Glas Wasser, wenn ich das haben könnte. Ist Ihr Chef auch nicht Raucher? Nein. Welche Marke raucht er denn? Danke, Dr. Franka raucht nur Zigarillos. Warum? Wir haben im Wohnzimmer von Frau Dorsch im Aschenbecher den Rest eines Zigarillos gefunden. Herr Dr. Franka, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordverdacht. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Und Sie können sich einen Anwalt nehmen. Bitte. Kommen Sie.